Herr Präsident Leonhard, der FC Erzgebirge Aue hat heute zwei neue Spieler für die Offensive verpflichtet. Ja, ich bin froh, dass ich der Auer Familie mitteilen kann. Erstmal Glück auf, dass wir zwei Stürmer verpflichten konnten. Es sind klassische Stürmer, im klassischen Sinn Mittelstürmer. Es hat einige Zeit gedauert, es waren intensive Gespräche, sowohl mit den Clubs als auch mit den Spielern. Und es ist uns gelungen, Pascal Destroth von Dynamo Dresden für 3 Jahre zu verpflichten. Des Weiteren Florian Krüger vom FC Schalke 04 als Jugendstürmer, der ebenfalls unseren Kader verstärken wird. Und ich wünsche mir und wünsche uns gemeinsam, dass die Spieler viel Erfolg haben werden in Aue. Es sind jeweils 3 Jahresverträge geschlossen worden. Ihr Auftrag ist, sich schnell zu integrieren im Team, wobei ich mir sicher bin, das werden die tun und unsere Mannschaft wird auch dafür sorgen. Und der Hauptauftrag ist natürlich, Tore zu schießen, damit wir in der Liga weitere positive Erlebnisse haben werden. In diesem Sinne ein herzliches Glück auf und ich freue mich auf die nächsten Spiele, auf die nächsten Wochen und auf die zwei Jungs. Mit Pascal Destroth kommt ein Publikumsliebling von Dynamo Dresden. Dauert da die Integrierung etwas länger? Ja, ich denke, unsere Fans werden ihn annehmen. Das ist umso besser, ist, wenn der Liebling in einem Club war. Aber er hat sich so entschieden für Aue jetzt und wir hatten da auch mit Dynamo sehr enge Gespräche geführt und es ist alles, ich sag mal, friedlich und auch sehr partnerschaftlich über die Bühne gegangen. Deshalb, es ist jetzt ein neues Leben in Aue und ich wünsche mir und ich weiß genau, dass ihn die Fans hier ebenfalls annehmen werden, denn er ist ein super Typ. Durch den Spielergang musste er ja schon durch, also ist er praktisch schon infiziert mit Aue, oder? Ja, da war die Gemälde, die da drin hängen, die ist alles wunderbar und wir konzentrieren uns jetzt aufs Fußballspielen, aufs Training und dass er schnell integriert wird. Genauso wie Florian Krüger, als ein junger Schalker. 3 Jahre Schalke ist eines der besten Nachwuchstalente Deutschlands im Mittelstürmerbereich. Das ist ein strategisches Investment, was wir da gemacht haben. Dort waren ebenfalls mehrere Zweitliga-Clubs dran. Für uns hat er sich entschieden und das ist halt auch ein positives Signal auch an die Spieler insgesamt. Die eine Seite ist, junge Spieler zu entwickeln, junge Spieler hier praktisch auch als Bestandteil der ersten Mannschaft werden zu lassen und angereichert durch erfahrenen Spielern. Und diese Synergie, die werden wir verbinden und die Aufträge des Trainerteams, des Cheftrainers wird sein, hier ein erfolgreiches Team in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen zu schmieden, damit Aue erfolgreich ist und wir hoffentlich und auch jubeln können auf der Tribüne des Stadions. Dankeschön. Danke auch.